Naturcamping Rehberge bei Lüchen, Ortsteil-Retzow. Wirklich Naturcamping. Ein wirklich naturbelassener Platz mit drei kleinen und einem großen Servicehaus, wo Waschmaschinen, Trockner und so weiter vorhanden sind. Es gibt auch eine Entsorgungsstation für Wohnmobile. Ist eigentlich alles vorhanden, was man braucht. Man hat hier nur keinen Lärm. Es ist hier wirklich sehr ruhig und man steht hier nicht Arsch an Arsch, sondern hat viel Platz. Wirklich sehr viel Platz. Es gibt auch reine Zeltplätze, die dann ohne Strom sind. Ansonsten hat man am Stellplatz auch einen Strom, einen Wasseranschluss und sogar einen Abwasseranschluss. Es gibt hier einen super Spielplatz für Kinder, genau im Tal, denn der Campingplatz ist zweigeteilt. Da drüben ist der andere Teil zum Wasser hin und hier haben wir den Teil, den oberen Teil, der noch ruhiger ist. Von den beiden Campingplätzen, einmal hier oben mit Kinderspielsachen, zwei Tischtennisplatten, Volleyballanlage und Fußballfeld. Also die Kids halten sich hier jeden Abend bis um 10 auf. Also denen scheint es hier zu fallen oder eben hier im Wald. Ja, hier Fußball, dahinter ist noch ein Volleyballfeld. Und hier haben wir den Rest. Ja, man hat jetzt sogar hier eine runde Freilauf-Area eingerichtet. Oder Begegnungsstätte, wie man auch immer will. Man kann auch auf den Hundeplätzchen etwas üben. Hier, sind zwei los. Fertig. Und los. Sitz vor. Los, fein. Super. Und ruckzuck ist man hier auch außerhalb des Zeltplatzgeländes und kann den Hund frei laufen lassen. Hallo Leute, heute gibt's bei uns auf dem Campingplatz Brotsalat. Gemacht auf unserem Kadergrill, da wir ja eine Außenküche haben. Genau. Also übrig gebliebenes Brot oder Restbrot, was einfach schon ein bisschen hart geworden ist, schneidet man einfach in Würfeln und brät es ein bisschen mit Fett. Und dann lässt man es ein bisschen abkühlen und dann kommt Tomate, Feta, Olivenöl und Salz und Pfeffer und man kann noch ein bisschen Basilikum dabei machen. Schmeckt lecker und man braucht nichts wegschmeißen. Wichtig ist, dass man sie schön knusprig macht. Wir bedanken uns bei der Köchin und guten Appetit. So, jetzt vermischen wir das Ganze noch und dann lassen wir es schmecken. Also wer nicht jeden Tag einen Steak braucht, schmeckt wirklich super. Ein Lagerfeuerchen dürfte auch gemacht werden, wenn man eine Feuerschale besitzt bzw. einen Grill dabei hat, der oberhalb des Erdbodens steht. Ja, bei Rotwein und einem Lagerfeuerchen sieht die Welt gleich ganz anders aus. Und Bratkartoffelchen mit jetzt. Speck und Eiern gab es auf unserem Kadergrill auch. Und die waren sogar fertig. Nicht noch halb roh. Wir warten schon auf ihr Brot, was jeden Abend gibt. Man hat hier super Laufwege,
mit oder ohne Hund und super Fahrradweg, wo man kaum ein Auto begegnet. Beziehungsweise haben sie auch richtige Fahrradwege mit Knotenpunkten. Unser Rettungshund schwimmt zweimal schneller wie die Christiane. Halbe Stunde später schwimmt er immer noch in der Acht. Grüße! Ja, unser letzter Morgen hier in Camping Rehberge. Unser Resümee, 14 Tage entspanntes Campen hier, da man jede Menge Platz hatte, trotzdem jede Menge unternehmen konnte rundum, ob Paddeln, Radfahren oder Wandern. Der Hund fand es hier auch total entspannt, weil er jede Menge Platz hatte. Es ist wirklich ein hoher Baumbestand von Kiefern und Birken, wo man da dazwischen sein Lager aufschlägt. Und das fanden wir wirklich cool. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, überhaupt mal 14 Tage an einer und derselben Stelle die letzten 20 Jahre Urlaub gemacht zu haben. Und drum von uns ein Daumen nach oben für Naturcamping Rehberge. Hinzuzufügen ist noch, wir hatten ganz, ganz viel Zeit gehabt, um Bücher zu lesen und um einfach nur zu relaxen und es uns gut gehen zu lassen. Von mir auch einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen.